Muss irgendwo hier sein. Vielleicht haben wir hier oben noch was übersehen. Ach, das war die Endertruhe. Hier dreht sich's auch. Ach, hier geht's ja auch nach oben. Aber hier dreht sich's nicht mehr so. Ja, hier geht's auch noch nach oben. Ich bin gerade mal hier oben. Eieiei. Ah, da ist es, da ist es. Ich hab's. Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Da, wo die Endertruhe war. Und wo war die Endertruhe? Du bist da runtergesprungen. Und dann da, wo du Weizen abgebaut hast. Ja, hier hochgehen. Und hier geht's nämlich noch eine Treppe nach oben. Okay. Und das Ei ist da hinten bei der Theke sozusagen. Was haben wir hier? Ah, hallo, Ei. Vielleicht haben wir hier oben noch irgendwo eine Endertruhe. Die Truhen kann man auch aufmachen, haha. Welche Truhen kann man auch aufmachen? Die Redstone-Truhen habe ich gerade rausgefunden, kann man aufmachen. Ist wahrscheinlich ein Bug. Sollte man wohl nicht können. Na gut, jetzt wissen wir es. Es steht ja auch dran, Kisten kann man nicht öffnen. Außer Redstone-Kisten. Naja. So, wo müssen wir jetzt hin? Also ist schon wirklich erstaunlich. Meinst du, also hier könntest ein Ei geben? Guck mal, also es der Wasserfall, das sieht so aus, als könnte man da reinschwimmen und als gäbe es da was. Das probiere ich jetzt aus. Und wenn es nur eine Enderkiste ist, aber die bringt uns ja auch weiter. Ah. Ich bin hier unten, hallo! Ganz schön nasse Angelegenheit. Wir kommen halt durch die Kanalisation rein. Wir wollen Kanalratten! Moment, ich schwimme. Ja, bleib oben. Das bringt dir nichts, wenn du hier runter schwimmst. Na nee, ich schwimme ja weiter hier hoch. Jetzt bin ich hier irgendwie in so einem Kanalisationsraum angelangt. Kanalisationsraum, was? Oh, hier ist eine Enderkiste, wusste ich's doch. Boah! Gold, Gold, Eisen, Gold, 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 Leder. Hui! Also das hat sich mal wirklich gelohnt. Ich habe keine Ahnung, wo du bist hier. Ein Wasserfall hochgeschwommen. Da kommst du in die Kanalisation rein und einfach... Ja, ich komme hier nicht mehr raus. Hm? Geht's hier noch nach oben? Ich sehe gerade nur schwarz, ehrlich gesagt, aber ich glaube nicht. Nee. Ja, aber wo bist denn du? Den Wasserfall hochgeschwommen. Folg einfach dem Wasserfall, da wo ich rein bin, wo du gesagt hast, hier, ich bin hier unten. Ich hab keine. Ja, hier stehe ich doch. Ja, du musst ja erstmal reinkommen, ist ja logisch, dass du mich von da unten nicht sehen kannst. Ah. Bisschen in da, im Kackwasser schwimmen, ist immer schön. Wenn du dann da hinten reingehst, hinter dieser Säule ist ein Ender Chest. Okay. Die ziemlich gut bestückt ist, sag ich mal so. Aber hier dreht sich das auch ganz schön, ne? Naja, es zeigt eher in die andere Richtung hier. Boah, wie viel? Jetzt haben wir zwei Eisen, das heißt, wir könnten uns immerhin schon mal... Ich glaube nämlich, wir müssten hier nach oben schwimmen. Nee, da bin ich schon hochgeschwommen. Und ist nichts? Nee, da ist nur ein Wasserblock gesetzt. Ja, aber hier dreht er sich ja wie bekloppt. Bei mir nicht, bei mir zeigt er hier in die andere Richtung. In die Richtung, wo ich bin, zeigt mein Pfeil. Nee, bei mir dreht sich das hier wie bekloppt. Jetzt komme ich mal hier hin, wo du bist. Nö, es dreht sich nicht... Ja, das dreht sich nur, wenn du deinen Charakter bewegst. Du musst mal still bleiben mit dem Kopf, dann dreht sich's nicht mehr. Ja doch, dann dreht sich's auch noch. Nee, guck's, jetzt zeigt's still. Ja, ich werde doch wohl sehen, was es macht. Na, ich guck doch auf deinen Kompass. Guck, der zeigt doch relativ still. Ja, und meiner dreht sich. Ja, meiner nicht hier. Tja. Meiner zeigt hier fest in diese Richtung. In welche? In die wir gerade laufen. Und jetzt zeigt er nach rechts. Das heißt hier... Ja, meiner dreht sich. Wenn ich mal rechts irgendwie hochspringe... Boah, verdammt. Ah doch, hier geht's lang. Nein, so. nein, ich komme hier nicht hoch. Was ist denn hier? Ich bin hier unten. Ja, meiner dreht sich immer noch. Meiner dreht sich auch, wenn ich mich bewege, aber wenn nicht, dann wenn ich mich nicht bewege und nichts mit der Maus mache, ist er still. Und dann, dass die Richtung gilt im Prinzip. So, der will in die Richtung hier, aber. Ach hier, der will einfach hier weiter in die Stadt rein, okay. Wo bist du? Hier runtergegangen, die Treppe. Wo runter? Hinter dir. Hinter dir. Ja, komm runter. Na, hier lang geht's doch. Nein, der zeigt in die Richtung hier. Also bei mir zeigt er hier in die Richtung.
wo ich stehe. Und wenn ich zu dir komme... Bei mir zeigt er hier in die Richtung. Komisch, dann haben unsere Kompass... Hä? Aber meiner zeigt hier in die Stadtrichtung, was eigentlich offensichtlicher ist. Und jetzt dreht sich's auch wieder. Bei mir nicht. Und wenn ich mir deinen Kompass in deiner Hand ansehe, dreht er sich bei mir auch nicht. Na, meiner dreht sich. Weil guck dir mal meinen Kompass an, in meiner Hand. Deiner dreht sich auch. Hä? Bei mir nicht. Doch. Ja, dann scheint es ein Bug zu sein. Also meiner zeigt hier fest in diese Richtung. Ja, meiner zeigt in die hier hinten. Komisch. So leicht schräg zeigt er. Also bei mir zeigt... Willst du mal deinem folgen und ich meinem? Und dann holen wir uns wieder ab. Ja, meiner will irgendwie da raus. Komisch. Meiner zeigt noch immer hier in dem Haus was, weil das ist ziemlich groß, das Haus hier. Ich probiere gerade mal alle Kisten durch. Hier kann man alle Kisten aufmachen. Hei, hei, hei. Also ich laufe jetzt einfach mal hier alle irgendwie. Nicht voll. Oh. Irgendwie den Berg hoch hier. Don't touch this. Warum soll ich das nicht touchen? Lasst mich. Gesperrt. Aha. Okay. Jetzt zeigt es wieder dahin. Also ich bin hier gerade in so einem riesen Höhlensystem drin. Nee, also ich bin hier jetzt oben auf dem Berg. Hier dreht sich's jetzt wie verrückt. Und da ist ein grünes Ei. Also bei mir dreht sich's ja auch wie blöde. Aber bei dir dreht sich's ja schon die ganze Zeit komischerweise wie blöd. Also zumindest mein Kompass funktioniert, wie ich jetzt feststellen durfte. Der hat mich schön zum Ei geführt, wie es eigentlich sein sollte. Und da ist es. Juhu! Ei Nummer 13. Da. Gibt's hier sonst noch was? Also jetzt sagt er wieder zurück. Ja. Da bin ich mal gespannt, ob er dich auch zum richtigen Weg führt. Ich bezweifle es irgendwie. Jetzt dreht sich's wieder. Siehst. Geht's denn hier lang? Also hier muss irgendwo ein Ei sein. Also mein Pfeil zeigt jetzt wieder zurück. Irgendwo nach rechts. Jetzt, wo ist das andere Ei? Dann bist du da, wo ich gewesen bin. Keine Ahnung, wo du bist. Wo ich gewesen bin, wo wir uns gerade verabschiedet haben, wo wir uns gerade getroffen hatten. Nein, da bin ich nicht. Dann komm mal dahin, dann zeige ich dir, wo das Ei ist. Ja, ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Oh Gott. Ich laufe mal hier jetzt entlang. Vielleicht komme ich ja da dahin. Findest du schon wieder den Weg? Ja, da siehst du, bist du doch gekommen. Jetzt, wo ist das Ei? Wo ist das Ei? Folge am besten meine Kompass, der funktioniert besser. Ja, ja. Da drin ist das Ei, in der Arena. Da. Welche Arena? Geradeaus. Da. Da liegt es in der Mitte unten. Und einfach die Tür gegenüber benutzen, da ist eine Treppe. Na, oder so. Ich will jetzt da. Oh, ist ja frei. Ups. Ei Nummer 13. Ist sie sonst? Runter. Nee, sonst ist nichts mehr. Weil hier geht es auch Treppen entlang. Ja, das, die führen bloß zur Arena. Ja, dann laufen wir mal hier hoch. Sonst ist hier nichts mehr. Naja, da war ich ja schon. Die Arena, da gibt es nichts mehr in der Arena. Das ist ja das Lustige. Gibt es hier noch irgendwelche Kisten? Hier ist ein Bäcker oder was das ist. Vielleicht findet man hier noch ein paar Ender-Chests. Kuchen und Mini-Kisten gibt es hier. Auch geil. Okay, hier kommt man nicht weiter. Ich laufe jetzt einfach hier innen noch ein bisschen rum und gucke, ob es hier Endertruhen gibt. Auch eine schöne Bar eigentlich. Oh, hier geht's sogar. Geht's hier hoch? Nee. Also ich bin gerade außerhalb der Arena und bin hier einfach den Weg weiter lang gelaufen. Ja, kannst du vielleicht mal zurückkommen? Ich bin extra hier behindert wegen dir rumgelaufen. Ja, Moment, ich komme. Ach, und siehst du, hier ist noch eine Endertruhe mit Haufen Nuggets und Eisen und einen Trank der Schnelligkeit.
hole ich dich mal ab. Bist du vor der Arena? Ich bin jetzt im, da wo es Ei war. Ja, dann komm mal raus aus der Arena. Ja, wie komme ich denn da raus? Habe ich doch gerade schon probiert. Ich finde hier nicht raus. Die Tür benutzen. Wo? Eins, zwei, geh zurück, rück zu. Geh wieder zu den Treppen. Und benutzen nicht, ja, und jetzt geh da unten raus. Ja, genau da. Ich glaube, eine Treppe musst du noch hoch. Du musst die kleinste Treppe nehmen. Genau da, und dann kommst du hier auf die Seite. Eieieiei. Ist doch nicht so schwer. Wie kommt? Wo ist die Endertruhe? Hier einfach lang folgen dem Weg. Ups, schwups, schwups. So, ich werde mir jetzt dann auch mal ein Eisenschwert machen. Nächste Werkbank ist ein Eisenschwert. Rein. Und nach oben gehen bitte, da ist die Endertruhe. Bitte. Bitte, bitte. Hier, Riesen-Ostereier. Boah, wie viel? Gibt es eigentlich irgendwo eine Werkbank auch? Könnte man langsam mal gebrauchen. Von was habe ich denn gerade geredet? Weiß ich nicht. Wozu nehmen wir eigentlich auf, wenn du gar nicht zuhörst? Ich höre doch zu, aber ich habe es wahrscheinlich überhört, weil ich gerade nachgedacht habe, wo ich eine Werkbank finden könnte. Hm. Ach, Space Gunner, hallo. An meinen Fall zeigt jetzt in die Richtung. Ich nehme an, der leitet uns hier so ein bisschen durch die Geschichte. Wir kommen schon noch zu Werkbänken. Also in die Richtung leitet mich mein Pfeil. Folgst du mich? Nö, ich guck hier gerade. Wieso? Da gibt's nichts mehr. Habe ich schon alles abgekleppert. Ich schaue nach einer Werkbank. Ja, gibt's auch keine. Ich habe da alles abgekleppert. Ich habe ja auch danach gesucht mit... Nach Werkbank. Kommst du? Hallo. Nein, Moment. Wo bist du? Hier ist nämlich eine Werkbank. Wo bist du jetzt hingelaufen? Ja, in das Haus hoch. Ja, in welches? Ich bin hier auch in den Häusern. Hier geht's bei mir nirgendwo hoch. Ich bin bei der Bar jetzt, wo das Enderding war. Warte kurz. Hoch? Nee, hier ist nur der Ender-Chest. Hier ist keine Werkbank. So, wollen wir jetzt hier kurz dort. Und hier ist der Bäcker. Hier geht's auch nicht hoch. Du musst irgendwo anders sein. Warte, ich komme sofort. Stimmt hier drin, oder? Wo geht's denn hier hin? Ach, da ist noch ein Raum. Vielleicht gibt's da noch was drin. Ach, die Zelle. Ach so, das ist hier Heubett. Scheiße, reicht nicht. Reicht nicht. So, was haben wir hier? Hier ist auch wieder die Bar. So. Ich sehe Babyputz nicht. Jetzt gucken wir mal, wo sind wir hochgekommen? Hier unten. Also ich bin jetzt wieder bei dem Wasserfall. Ja. Oh. Weil ich gesucht habe, wo du bist. Du sagst... Ja, doch nicht zum Wasserfall. Jenny Hayes ist hier, aber kein Babyputz. Ne, hier ich unten. Bin hier. Ja, und wo ist hier? Oh, lauf mal zu den Koordinaten 782, 02, 503. Ja, da bin ich gerade auch. Und wo geht's, ja, also, wo geht's hier hoch? Wo war ich jetzt? Oh. Komm mit. Ja, da hier war ich auch schon drin. Ach, da. Ach, da. Geht's nochmal hoch. Cool. Ach so, falsche Treppe. Da lang. Was haben wir da? Ach so, ist ein Loch. Und hier ist eine Werkbank. Ah, eine Werkbank. Wer hätte es gedacht? Aber... So, was machen wir uns da? Ich habe mir eine Lederhose gemacht und ein Eisenschwert. Aber der Keltorio hat alles nach Werkbank abgesucht. Mache ich ein Eisenschwert oder nicht? Der Spielpirat, ein neues Suchen. Spielpirat hier auch schon unterwegs. Vorhin hatte ich auch irgendwas... herzlich wenig. Vorhin hatte ich auch irgendwas mit Gomme HD gelesen.
Ja, ja, Gomme hat die umgespielt, die sollen hier auch schon auf dem Server gewesen sein. Goldnugget. Kann man mit den Goldnuggets eigentlich schon was machen? Trank der Schnelligkeit. Kannst du eigentlich Goldbarren machen? Wie macht man einen Goldbarren? Nicht mal das Eisenschwert, das tut's. Wie macht man Goldbarren? Goldbarren? Mhm. Ich glaube in dem Ofen. Echt, muss man die in den Ofen machen? Ich glaube ja. Hey, du hast meine Goldnuggets aufgesammelt. Hä? Gib die her. Wieso hab ich die aufgesammelt? Wie viel hat's denn du? Ich glaube 7 oder 8. 7 oder 8, okay. Moment, ich crafte mir gerade kurz. So, 1, 2, 3, 4. Wie viel hast du jetzt?